So, willkommen zurück zu Workers and Resources Sowjetrepublik. Hier wurde wieder mal ein Stückchen Straße weitergebaut. Wir machen weiter mit der Kiesstraße. Bis da hoch. Da brauchen wir jetzt ordentlich Kies. 195 Tonnen. Hier könnten wir Umgehung fahren. Von daher glaube ich, werde ich die Straße mal asphaltieren. Sollte keine großen Probleme machen. Die fahren alle schön hier unten lang, weil die Straße halt schneller ist. Perfekt. Ja, immer schön Kies hinbringen. Jetzt hier aus. Ist jetzt schon mal ein bisschen Beton angekommen? Jawohl. 24 Tonnen. Kleiner Anfang. Stattdessen mehr Betonmischer. Ach Scheiße, das wird schon passen. Wir haben Zeit. Hier wird der Asphalt aufgetragen. Sehr gut. Stahl hätten wir noch ein bisschen was. Moment, da. Manueller Kauf. Wir holen mal ein bisschen Stahl. Und ein paar Ziegel. So, haben wir ordentlich Dollar bezahlt. Was machst du? Achso, die Raupe verteilt das, den Schotter. Sehr gut. Fleißige Raupe. Dam, die dam. Die dam, die dam, die dam. Oh, 5 Tonnen immer noch. Kies, Asphalt. Es fehlt an Asphalt. Verbundene Fahrzeuge, ein Kipper und ein Icarus-Bus. Immer fleißig Straßen bauen. Dann die dann.
Metall, es fehlt an Beton. 34 Tonnen noch. Warum fährt der Mischer nicht? Mischer. Achso, es sind gerade drei Mischer unterwegs. Okay. Nun verstehe ich das natürlich. Er gibt sich alle Mühe. Eine schöne Straße zu zaubern. Eisen wäre hier. Hier wahrscheinlich irgendwo. Ta. Wir brauchen ja eh mal Stahl. Eisenmine. Hier oben wäre Eisen. Okay. Brauchen wir natürlich immer. Maximale Anzahl Arbeiter 250, du meine Güte. Keine Ahnung, wie viel Platz ich hier brauche. Also nur Stahl ist teuer wie Hölle. So, wird das reichen für ein paar Eisenminen? Ich baue einfach eine Eisenmine. So, auf jeden Fall zuerst eine Straße. Moment.
Hier geht's rein. Ein Gebäude brennt. Moment, da müssen wir mal schnell schauen. Schon gelöscht. Wo war jetzt meine Eisensache? Da. Da, da. Verarbeitung für Eis, von Eisen. Eisenkohle, Kohlemine. Wir brauchen auch dann ein Stahlwerk hier. Wow, wow, wow. Okay, dann kann ich mal noch ein bisschen trainieren. Ist das groß? Dann brauche ich hier noch Kohle. Irgendwo. So, wir sind im Jahre 1977. Vielleicht auch, wenn ich ein ganz kleines bisschen Stahl erzeuge. Na gut, wie war das? Verarbeitung von Eisen? Wo war das Stahlwerk? Da. Brauchen noch mehr Platz nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht es jetzt aus? Stahlwerk.
würde passen. Das kostet auch gleich mal eine... ja. Okay, wir bauen schon mal ein paar einfache Straßen. Hier hin. Oh Gott. Dann brauchen wir natürlich Förderer. Einen. Da. Die können wir uns eigentlich für Dollar schnell leisten. Gott, oh Gott. Was haben wir uns da aufgehalst? Mit der Stahlproduktion. Strom haben wir ja noch lange nicht hier. Mechanische Komponente, ja, irgendwann mal. Wie sieht's hier aus? Stahl, Bretter, Stahl. Stahl, sehr viel Ziegel, Beton, Kies. Ja, müssen wir mal sehen. Genug Geld hätten wir, um das direkt fertig zu machen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Nein, scheiße. Hier brennt gerade wieder ein Gebäude ab. Zeigt es mir. Feuerwehr wurde gerufen. Universität, es fehlt an Beton, Kies, Asphalt, okay. Es brennt nicht mehr, sehr gut. Diverse Straßen mal asphaltieren. Wir machen hier mal eine schöne Asphaltstraße hin. Hier noch ein.
So. Gut, jetzt beenden wir aber mal diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.